Herzlich willkommen zurück zu Subnautica mit Arezu. Ich bin Arezu. Und wir sind weiter mit der Seemotte 160 Meilen unter dem Meer. Ah, das dürfte jetzt das letzte Teil für den Scannerraum sein. Sehr gut, sehr gut. Das. Das kann ich wahrscheinlich nicht hier bauen, oder? Scannerraum. Oh, kann ich doch hier bauen. Motor für emailliertes Glas, Titan, Computerchip. Computerchips brauchen leider einiges an Silber wieder. Aber sonst. So, noch ein bisschen Lithium. Ich sammle ja schon seit in der letzten Folge habe ich ja schon die ganze Zeit angefangen, Lithium zu sammeln. Das brauche ich ja auch. Aber das scheint überhaupt nicht selten zu sein, das ist schön. Man muss bloß eben erstmal tief genug kommen, um es zu holen. So. Also man muss erstmal tief genug sinken, quasi. Da hinten. Verdammt, dort ist so eine Tigerpflanze. Die spuckt. Und das ist auch noch etwas, das ich brauche. Die Andockbucht. Aua! Da habe ich nämlich noch nichts. Aua, 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 aua. So. 1 von 4 für die Andockbucht. Das klingt auf jeden Fall auch noch etwas, das ich auf jeden Fall sammeln sollte. Apropos, ich sollte auf jeden Fall auch mal demnächst wieder was trinken. So. Vielleicht sollte ich mal wieder nach oben. Ich meine, ich war jetzt fast eine ganze Folge unten, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe so ein schlechtes Zeitgefühl. Also eigentlich gar keins. Und ich will auch nicht dauernd auf und wieder runter tauchen, weil ich ja momentan noch nicht die Energie dafür habe. Ich weiß ja nicht, wie ich mein U-Boot wieder auflade. Deswegen bleibe ich lieber erstmal ein bisschen unten. Entschuldigung. Da haben wir noch ein Höhlenfragment, das nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und wenn wir Glück haben, ist das da noch ein Stück von der Andockbucht. Zyklop, Höhlenbau, ja, fertig geschaltet. Das hier bringt leider nur Titan. Ach Gott, und dafür soll ich so viel Zeit immer aufwenden? Okay, wie viel Platz habe ich denn? Noch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Welcome aboard, Captain. Bis mein Inventar voll ist, kann ich ja noch ein bisschen herschwimmen. Da ist wieder etwas. Da hat es mir jetzt gerade geholfen, dass die Grafikeinstellungen nicht so gut sind hier. Weil mein Computer das sonst wahrscheinlich nicht schaffen würde. Zyklop-Brückenfragment, sehr gut. Und. Oh, hatte ich schon vollständig. Dehydration detected. Dadurch, dass ich aufs Inventar nicht zugreifen kann, könnte ich nicht mal, selbst wenn ich jetzt trinken bei hätte, im U-Boot trinken. Fülle hatte ich gerade auch fertig, oder? Auf jeden Fall haben wir hier noch ein bisschen Lithium. Nehmen wir. Und wir scannen. Ja, ist auch durch. Ja, damit ist auch das Inventar voll. Dann schwimmen wir mal wieder nach oben. Wo habe ich mein Boot? Da. So. Dann schauen wir noch, wo wir lang müssen. Da hinten muss ich lang. So. Jetzt sind wir in unter 100 Meter Tiefe und das kommt mir jetzt schon wieder wie total flaches Gewässer vor, wo es vor ein paar Folgen noch ziemlich tief gewesen wäre. Mir fällt auf, ich habe die Stoppuhr nicht zurückgesetzt. Machen wir das jetzt mal. Ich glaube, wir waren jetzt bei ungefähr 5 Minuten. Ich hoffe, ich mache die Folge nicht zu lang. Ich darf auf keinen Fall über die 20 Minuten einfach gehen, dann 14 hauen. So.
Ich lasse das ja jetzt nicht auch schon wieder gerade ein bisschen hängen. Ich war schon stolz, dass ich es tatsächlich mal in einer Reihe geschafft habe, die ganze Zeit bei den 20 Minuten so ungefähr zu bleiben. Und jetzt, okay, wir sind auf jeden Fall wieder da. Mann, mit dem Boot sind wir echt schnell unterwegs. Das ist schön. So, was machen wir? Jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal hin, damit wir ein bisschen was trinken können, ne? Welcome aboard, Captain. Danke, Gideon. Ich hänge fest. So. Wir müssen erstmal Zeug wegpacken, oder? Was haben wir denn so alles, was wir gerade nicht brauchen? Ein Kreaturenei zum Beispiel. Und etwas Titan. Lithium werde ich jetzt gerade nicht so viel brauchen. Trotzdem lasse ich erstmal da. So, wir nehmen uns Salz und gemeine Korallenblumen. Also gemein im Sinne von normal. Da hatte ich gerade etwas, was ich glaube ich noch nicht herstellen konnte. Doch, Magnesium. Ja, okay, klar. Dazu brauche ich bloß eine ganze Menge Salz. Ich sollte wieder anfangen, mehr Salz zu sammeln. Ich nehme zwar ab und zu noch welches mit, aber oft ignoriere ich es auch. Emergency. Opa, Dehydration. Klar, nicht, dass das Infektionsmittel direkt trinkt. So, noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und wenn wir wieder getrunken haben, können wir uns endlich angucken, was wir eigentlich genau erforscht haben. Das wäre dann jetzt. Hier, beim Zyklopen ist es so, ich habe jetzt die verschiedenen Dinge, also die Hülle und noch irgendwas erforscht. Jetzt fehlt noch ein drittes Teil hiervon. So. Der Energietransmitter, den brauche ich jetzt auch gar nicht, aber der würde eben die Reichweite erhöhen. Genau. Emailliertes Glas. Dann schauen wir uns nochmal an, was wir dafür brauchen. Das müsste bei erweitertes sein. Nee, dann ist es doch bei den Grundmaterialien. Emailliertes Glas braucht einen Pirscherzahn und Glas. Einen Pirscherzahn habe ich, glaube ich. Wie viel brauche ich doch gleich an emailliertem Glas? Einmal. Tja, und Computerchips. Dafür brauche ich wieder Silber, ne? Ich vergesse sowas viel zu schnell. Ah. Computerchip. Ja, ich brauche zweimal Silbererz. Dann kann ich damit anfangen, das zu bauen. Wir haben. Warum habe ich ein Salz bei? Achso, habe ich doch noch gesammelt, auch zusätzliches. Hier ist übrigens der Pirscherzahn, den ich eben angesprochen habe. Hier haben wir Blei, das brauche ich gerade auch nicht. Ja, wir haben kein Silber. Tja. Okay, dann schauen wir uns noch an, was wir sonst noch so haben. Den Scannerraum, wie gesagt, können wir jetzt gerade noch nicht bauen. Dafür brauchen wir Silber, dann. Das haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Das ist alles. Achso, hier, die Verstärkung kann ich jetzt hier bauen. Ja, Lithium und Titan. Aber ich habe doch noch irgendwas erforscht, oder? Auf jeden Fall packe ich jetzt ja erstmal das Lithium weg. Ich denke, das nächste auf meiner Liste wird dann sein Silber finden. So. Oh. Und ein bisschen was essen. Was nehmen wir denn mit? Dich nehme ich mit. Und dich nehme ich mit. Jetzt hoffe ich gerade mal. Moment. Sind noch zwei Bumerangs da? Ja. Die anderen vermehren sich, glaube ich, auch deswegen nicht, weil zu viele gerade da sind. Ist natürlich auch problematisch. So, ich wollte gerade Nahrung machen, dann machen wir auch Nahrung. So. Perfekt.
Dann essen wir auch ein bisschen was. Und das ist noch nicht genug, denn jetzt werde ich tatsächlich mir mal diese Thermalklinge herstellen. So. Jetzt habe ich eine erhitzte Klinge. Yay. Nice. Oh, Moment mal, die blubbert, obwohl wir nicht im Wasser sind. Cool. Also sie kann offenbar Luft kochen. Schwimmflossen und Kabelsatz. Ein Kabelsatz. Moment. Wo ist denn der? Der braucht auch Silbererz. Warum habe ich eigentlich keine Schwimmflossen? Achso, der kann nicht die nehmen, die ich hier drin habe. Okay. Aber das wäre dann eben auch etwas, was ich mir auf jeden Fall besorgen sollte, um eben permanent zu laden. Jetzt werde ich auf jeden Fall erst einmal versuchen, Silber zu bekommen. Dazu schwimme ich dort hinten hin. Und werde Zeug zerschlagen. Diese Kalkablagerung. 225 Lufteinheiten. Ich weiß nicht, was ich da nehmen soll. Auf jeden Fall, also als Einheit. Auf jeden Fall habe ich noch eine ganze Menge Luft jetzt hier. Ich habe ja die ganzen erweitert jetzt, also die ganzen Luftflaschen, die ich bei hatte. Quarz nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann ich nämlich immer noch gebrauchen. Was haben wir hier? Es leuchtet. Leuchten die Säurepilze oder ist das nur ein Fehler gerade? Weil da hinten leuchtet es. Ja, aber die Säurepilze könnten es durchaus. Ah, hier leuchtet es jetzt auch. Also die Säurepilze sehen auch ein bisschen aus, als würden sie leuchten. Sie sehen auch ein bisschen aus, als wären sie Scheinwerfer, aber. Hier haben wir jetzt ja endlich was zu. Oh, wow, wow. Jetzt sieht es ja schon gefährlich aus. Ist das Silber? Nee, Kupfer. Auch gut. Kann ich genauso brauchen. Will mir immer noch Batterien herstellen, auch wenn ich jetzt schon bei Energiezellen inzwischen angekommen bin. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich mit dem Erhitzen vielleicht die drei Schalenplatten aufkriege, aber offenbar nicht. Weil eventuell ist es als Waffe praktisch dann, um zum Beispiel die Pirscher zu erlegen. Deswegen nehme ich jetzt lieber mal den Scanner, um solche Dinge zu zerschlagen. Der Scanner hält nämlich ja, mehr aus. Also alles. Zumindest soweit ich bisher gesehen habe. So, da ist der Kracher irgendwo runter. Au, oh, er hat mich erwischt. Verdammte Kracher. Oh, Moment mal, dieses. Das kann man nochmal extra scannen. Ich hatte nur den Kracher bisher gescannt. Aber das noch nicht. Und das Kracherpulver ist hier nirgends zu finden. Das heißt, ich habe mich ganz umsonst treffen lassen. Oh, da liegt Blei. Nehmen wir mit. Da liegt doch kein Blei. Sah aber so aus. Hier haben wir noch ein bisschen Titan. Das nehmen wir wenigstens mit. Also bisher läuft die Silbersuche jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Ich meine, wir haben einmal Kupfer und sonst gar nichts. Doch Quarz einmal. Aber das hat beides irgendwie gar nichts mit Silber zu tun. Dann schauen wir uns weiter um. Gegen die Kracher bräuchte man quasi eine Fernkampfwaffe oder generell einfach irgendwas, das man schmeißen kann, weil die reagieren ja ziemlich empfindlich auf. Ist das hier was oder ist das nur eine Textur? Sieht aus, als wäre es nur eine Textur. Was wolltest du das denn eben? Ne, die Säurepilze habe ich auch schon gescannt. Das bringt alles nichts. Ah, noch ein bisschen Quarz. Das bringt wenigstens etwas.
So, was haben wir hier? Noch mehr Quarz, auch gut. Und noch mehr Quarz, auch gut. Hier haben wir wieder keinen Kalk. Aber noch mehr Quarz und noch mehr Titan, yay! All das, was ich gerade nicht brauche. Aber das, was ich sonst brauche. Besonders eben das Quarz, was mir jetzt hier wirklich gerade ausgehen wollte. Danke sehr. Im Gegensatz zum Titan. Von dem ich jetzt gerade wieder mehr habe, als ich brauche. So, und wieder ein bisschen nach oben. Was haben wir da? War da überhaupt was? Achso, das ist wieder nur... Ja. Nur Schrott. Das nehme ich jetzt mal nicht mit, weil ich es gar nicht brauche. Ist total schade drum. Ich weiß genau, dass ich demnächst wieder welches brauchen werde. Oh, hier haben wir das Ganze, was ich gesucht habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung, ich muss weg. So, ganz schnell. Gerade wo ich die Stelle gefunden habe, die ich gesucht habe. Ach Gott. Aber wenigstens habe ich Quarz. Das ist auch schön. So. Und da hinten ist meine Heimatbasis. Uff. Und rein geht's. Danke sehr. Dann nutzen wir auch direkt. Jetzt ist die Frage: Möchte ich den, das Quarz, das ich jetzt gefunden habe, benutzen, um mir ein Heilgerät hier unten auch reinzustellen? Ich meine, ich könnte es gebrauchen. Andererseits könnte ich auch Glas gebrauchen. Glas kann ich wahrscheinlich sogar mehr gebrauchen. Ja, ich nehme mir das. Ich bastel mir das Glas zusammen. So. Dann kann ich nämlich auch gleich wieder ein weiteres Aquarium bauen. Wenn ich so viel Glas gerade zusammenkriege, wie ich glaube, dass ich es zusammenkriege. Und das könnte ich dann rein für die Blasenfische benutzen. Das Blasenfisch-Aquarium sollte dann hier möglichst in der Nähe sein. Die Frage ist, wo genau? Können wir das hier einfach daneben bauen? Also direkt dran? Geht. Passt. Nehmen wir. So. Und fertig. Wirklich erstaunlich leicht. Oh oh, oh oh. Nein, nein. Weg damit. Weg, 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 weg. Moment. Ist alles in Ordnung? Muss noch schnell gucken, ob irgendwo anders Höhenbrüche jetzt gerade sind. Ne, sieht eigentlich ziemlich ganz aus. Sonst würden wir das hier bestimmt sehen. Das Problem ist, dass ich hier eben keine Plattform benutzt habe und hier eben auch nicht. Da fehlte das Fundament. Das bauen wir jetzt und dann dürfte das auch kein Problem mehr sein. Hoffe ich. So. Ja. Da im Gegenteil, das hat jetzt eine Höhenstärke da, hinzugefügt mal. Weil jetzt so das hier noch ein bisschen stabiler steht. So. Na? Was glaubst du denn, was ich hier bauen will, Mensch?
Das hier will ich zu Ende bauen. Ich drücke die ganze Zeit rechte Maus, also ich glaube, ich muss linke drücken, ne? Ja. Das erklärt auch die Verwirrung des Programms. Und jetzt bricht das schon wieder zusammen. Warum bricht das zusammen? Ich hoffe einfach mal, dass es zusammenbricht, weil es noch nicht kapiert hat, dass ich es gerade neu gebaut habe. Also, dass das noch ein alter Höhenbruch ist. Moment. Hull integrity restored. Draining systems initiated. Sehr gut. Aber das wackelt hier auch noch. Ne, jetzt hat es aufgehört zu wackeln. Ich bin verwirrt. Okay, wir packen hier das Alien Containment rein. Sehr schön. So, und dort packen wir auch noch eine Luke rein. Jetzt empfiehlt mir das Titan. Oh, ein Schrank ohne Titan drin. So. Und da kommen jetzt gleich Blasenfische rein. Dazu muss ich natürlich noch welche fangen. Das dürfte allerdings nicht sonderlich schwierig sein. Ah, ich sehe gerade, die Schwachstellen in der Hülle scheinen immer noch da zu sein. Dann werde ich das wohl gleich beheben müssen. Aber jetzt packen wir erst einmal die Blasenfische hier rein. So. Oh Gott. Na, bleib brav. So. Dann. Verdammt. Na. Oh Gott, zu viele Schwachstellen. Shot zu bitte machen. Ja, das ist nicht gut. Also gut, ich brauche das Lithium jetzt. Und zwar dringend. So, und Titan. Und jetzt werde ich wohl mal raus müssen. Und Verstärkung anbauen. Wie genau funktioniert das mit den Verstärkungen? Wie funktioniert's? Muss ich das von drin machen? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Erhöht die Stärke der Hülle. Ja, das müsste theoretisch einfach an der Hülle angebracht werden, denke ich. Vielleicht kann man das nur machen, wenn gerade keine Probleme da sind. So. Haben wir noch irgendwo ein Loch gerade? Kleiner Tipp, wenn ihr in eurer eigenen Unterwasserbasis frei schwimmen könnt, habt ihr einen Fehler gemacht. So, okay. Der Teil dort hinten wird gerade immer weiter überflutet. Aber das ist kein Problem, solange es hier drin trocken ist. Okay, ich muss jetzt mal die Folge beenden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und wünscht mit Glück. Adios.